Hallo bei Big Blocks. Also ihr Lieben, heute ist es endlich soweit. Wir fahren heute bei dem wunderschönen Wetter den Test Challenger im Alltag. Das ist ja das, was ihr auch per youtube@bigblocks.de uns zukommen lassen habt. Und das war tatsächlich wirklich eins der meistgewünschten Vorschläge oder generell Vorschläge, die eingegangen sind. Heute ist es soweit. Jetzt im folgenden Video bleibt dran, der Challenger im Alltag. Jetzt geht's los. Hast du dieses Mal auch den Finger draußen? Ich frag nur, guck mal, wenn an dem Bildschirmrand so ein komischer Abdruck, dann ist das dein Finger. Okay, ihr Lieben, ihr habt euch gewünscht, wir machen's. Also, der Challenger im Alltag, hier ist er. Wir haben natürlich uns etwas gedacht, wo wir sagen, White Buddy muss sein, klar, aber wir nehmen natürlich einen Hellcat. Erkennt ihr daran, dass dieses wunderschöne Zeichen hier auf der Seite zu sehen ist, dass das Hellcat-Zeichen unterscheidet bei dem RT das Ganze natürlich hier seitlich unübersehbar angebracht. Natürlich die Power. Bitte? Die Power. Die Power, ja. Natürlich ist aber ganz wichtig das Big Blocks Zeichen unten drunter, fast sogar noch wichtiger. Ja. Kurze Erklärung zum Auto. Der Unterschied zwischen dem RT Scatpack und der Hellcat, wir liegen von 492 PS zu 727. Du hast beim Hellcat die Möglichkeit, im Endeffekt mit zwei Versionen zu fahren, sogar mit der drei, oder eigentlich mit drei Versionen. Die Park, mach ich doch, Mann. Die Parkwächterfunktion, da hat das Auto 200 PS und es kommt überhaupt nicht vorwärts. Kannst du wirklich einschalten, zeigen wir euch gleich dann nochmal drin. Das ist für die Freundin. Da hatte ich mich, das hat er bloß gesagt. Dann die schwarze Schlüsselversion, die haben wir heute nicht mit. Da hat das Auto dann 500 PS. Und in der roten Version, ich weiß nicht, ob man das hier so sieht, ich komme mal ein bisschen näher. Rote Version, so, ja, hat das ganze Gerät hier 727 PS. Der Hellcat ist anders aufgebaut vom Fahrwerk. Wir haben hier 2 cm tiefer Sportfahrwerk drin. Wir haben statt 6,4 Liter wie beim Scatpack 6,2 Liter, weil wir mehr Drehzahl brauchen, also 200 Kubik weniger. Und vom Ganzen her ist es bei dem Fahrzeug einfach so, dass du einen Kompressor hast, der 2 Liter, also 2,4 Liter hat. Ja, können wir auch mal. Machst du. Ihr könnt ja ruhig mal ein bisschen näher kommen. So, allein der Luftfilter schon. Also das Fahrzeug ist halt vollgepackt mit Power pur. Ja. Was ich halt total geil finde, ja, was ich total geil finde, ist, dass dieses Original Orange, ja, aus den 70ern von Dodge hier nochmal verbaut wurde, finde ich mega. Und ansonsten ist es bei dem Fahrzeug einfach so, dass ich sage, du hast bei dieser Ausführung, jetzt muss ich dich was fragen, ich weiß es wirklich nicht, gibt es bei allen Hellcats oder haben wir das aufgrund von dem Importeur diesen Zusatz? Weil wir haben ja immer mit Klappenauspuff. Ist aber optional. Nee, ist vom Importeur dann direkt verbaut. Okay, aber du kannst es auch theoretisch beim Hellcat ohne bestellen oder ja, ist es immer mit? Nee, es gibt dann zulassungstechnische Schwierigkeiten, weil er ansonsten zu laut ist für die deutsche Straße. Okay, also wir haben ihn nämlich immer mit Klappenauspuff, das heißt mit Knöpfchen. Wir werden heute natürlich, wie ihr euch das ja gewünscht habt, per E-Mail an youtube@bigblocks.de. Genau. Haben wir natürlich heute vor, einmal mit dem Fahrzeug einzukaufen, wie wir es ja schon gesagt haben, bei Lidl. Tanken müssen wir auf jeden Fall. Einkaufen, ins Parkhaus wollen wir fahren. Ja. Ich will mir heute endlich mal eine Uhr kaufen. Das nehmen wir gleich alles komplett. Dann haben wir Hunger. Wir werden bei einem Burgerladen kurz anhalten, ein bisschen was einkaufen, also schauen, was so geht. Unsere professionelle Kamerafrau wird dann nachher auch mal den Check machen, wie groß der Kofferraum ist. Also von daher. Zum Fahrzeug selber haben wir hier die Version Go Mango. Da gab es damals eine Version, und zwar mit Blackhood, ja, der Blackhood als solches, so ist lackiert, mega schön, absolut Geschmackssache, natürlich die einen sagen, nee, es muss alles Go Mango sein, andere sagen, nee, so mit einer schwarzen Navigation finde ich gut, alles Geschmackssache. Der Wagen hat den White Body, das heißt diese Fender-Anbauten, hat eine 20 Zoll Felge drauf, 305er Schlappen drumherum und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Innere, weil es ist echt saukalt. Eine Sache noch, es gibt einen Spoiler, diesen Aero-Spoiler, ja, der ist hier im größeren bestellt, sprich also optional. Es gibt einen kleineren oder halt diesen Aero-Spoiler. Wir haben natürlich immer volle Hilfe im Sinne von uns für die große Version entschieden. Habe ich irgendwas außen vergessen? Farbe habe ich, Reifen habe ich, dass er 2 cm tiefer ist als der 6,4er. Scatpack habe ich auch gesagt. Ansonsten genug gebabbelt, schmeißen wir an. Ich finde es gut. Ach, hier
dann brauchen wir auch nichts mehr. Passt. So, läuft, laufen wir, sind wir on? Mhm. Perfekt. Also ganz kurz, wir starten mal unseren Rennwagen hier. Er springt an. Sehr gut. Benzin ist noch drin. Ist ja bei uns nicht unbedingt zu 100% immer mit Benzin. Ja? Unser Seniorchef hat mal einen Spruch losgelassen, der ist bei uns legendär. Wir verkaufen Autos, kein Benzin. Das kam damals daher. Ich habe mir damals meinen ersten Traumwagen bei Peter Jakob gekauft, einen Challenger SRT. Und wer uns kennt, weiß, dass unsere Tankstelle gefühlte 50 Meter. 50 bis 75 Meter entfernt ist. Ich kam mit diesem Auto, niegelnagelneu, schwarzer SRT, nicht bis zur Tankstelle. Bin zurückgelaufen, bin ins Büro rein und sag: Ey Peter, du hast mir gerade ein Auto verkauft, das steht da vorne in der Kurve, ich kam nicht bis zur Tankstelle. Und dann sagt er wortwörtlich so geil: Boris, ich verkaufe Autos und kein Benzin. Das ist mein Ernst. Das war die Story. Ja, da bin ich nie wieder gegangen, seitdem bin ich hier so in der Richtung. Aber zum Auto selber. Wir haben eine sehr geile Ausstattung, also Multifunktionslenkrad, SRT-Ausstattung beim Hellcat. Die Features werden wir alles gleich noch so ein bisschen erklären. Wir haben schon mal auf Deutsch umgestellt. Es ist also jetzt nicht so ein großes Heckmeck. Wenn du auf Steuerung gehst, als Beispiel, gehst auf Einstellungen, wirst du zu der Sprache gleich gefragt, was du haben möchtest. Ja? Also von daher ist das jetzt alles nicht so wild. Maßeinheiten, zum Beispiel jetzt gehst du auf metrisch, ja? Dann bist du schon fertig. Dann haben wir schon Kilometeranzeige. Dann ist das alles schon auch von der Temperaturanzeige. Schon bei 24,5. Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen kommen, das Ganze. Das heißt also, Einstellungen ist ganz easy, nachdem er homologiert ist. Ja? Weißt du, was mich jetzt nerven würde, wenn ich eine Kamera halten würde und hinten keine Sitzheizung wäre? Das würde mir voll auf den Sack gehen. Aber gut, habe ich das gesagt? Nein. Nein. Gut. Was jetzt sehr geil ist, wir lassen den Wagen natürlich erstmal ein bisschen warm laufen. Ich bin vorher schon ein bisschen, aber er ist noch kalt, schon vorher ein bisschen gerollt. Beim Fahrzeug ist es so, wir gehen hier immer bei der Lichteinstellung auf Auto. Dann hast du damit keine Probleme, was Fernlicht angeht, generell Tages- und Lichtverhältnisse. Was wir hier natürlich als für mich wichtigsten Knopf in diesem Hellcat haben, ist dieser Knopf hier unten links. Ich hoffe, das hört man jetzt gut. So, okay, also das waren jetzt noch nicht mal ganz 2000 Umdrehungen, also von daher. Bei dem Fahrzeug... Da macht man den Klappenauspuff auf. Gut, dass du es gesagt hast. Ja, genau. Hier macht man den Knopf, Klappenauspuff auf und hier ist Sound. Ja, falls das nicht hört oder nicht richtig rüberkommt. Das nicht hört, ich bin echt gespannt, dann schreibe ich an Apple. So, hier haben wir jetzt mal das CarPlay-Kabel reingetan. Was ich sehr geil finde, bei den neuen Modellen gibt es diesen Schacht zum Aussparen für das Kabel. Ist echt nicht uninteressant. Wer noch ein älteres Modell hat oder kennt, weiß das. Dann klemmst du dir mal das Kabel ab, wenn du USB anschließt. Hier in den Kabelschacht rein. Das war's. Jetzt bitte auch mein Handy wieder zurück, weil wir nutzen natürlich gleich alles. So, Ablage ist auch ideal für ein Handy. Perfekt. Ansonsten würde ich sagen, let's go. Anschnallen, Level. Ja. Weißt du, was jetzt geil wäre, wenn wir losfahren würden? Weißt du warum? Ich habe die Nummernschilder noch nicht dran. Ganz kurz Break. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ganz wichtig natürlich, rotes Heftchen, der Eintrag. Bist du so nervös und so Vorfreude? Eintrag zum Spaß. Ballerst du los und dann hält die Polizei. Was ist denn eigentlich mit Ihnen so? Ja. Was ist denn das? Was machen Sie denn da in Ihrer Heldkeit? Warum ist denn das so laut? Auch ganz geil. Optional. Die roten Gurte. Schöne Geschichte. Waschwasser müssen wir noch mal auffüllen, irgendwann, wenn wir mal Zeit haben. Aber das ist so unwichtig. Das regnet ja. So, der Wagen ist also alles andere als eingefahren mit 118 Kilometer. Das heißt, wir werden da heute noch lange nicht über die Drehzahl hinausschießen und in den Megaspaßfaktor reingehen oder in den Wahnsinns-Irrsinnsfaktor reinmarschieren. Und da muss man auch ganz klipp und klar sagen, bei 5 Grad Außentemperatur, auch wenn man 305er Reifen hat, sollte man jetzt nicht unbedingt alles versuchen rauszuholen. Dürfen wir, das ist aber lieb, dankeschön. Heißt immer amerikanischer Autofahrer oder wie sagt man? Helf mir schnell wieder. Jetzt hör auf, mir immer so Fragen zu stellen, ehrlich. Das kannst du in Zukunft. Fahrer von amerikanischen Fahrzeugen sind rücksichtsvoll. Genau. Ja. Respektvoll. Respektvoll. Du, ey, wir brauchen gar nicht tanken fahren, weil wir haben noch eine Reichweite drin, die, glaube ich, mehr als nur ausreicht. Also in euren Kommentaren hat auch jemand gefragt, welches Auto am meisten Sprit verbraucht, dass wir die mal gegeneinander testen. Das werden wir im nächsten Video tun. Und vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zur Launch Control, wo wir gerade beim Kilometerstand waren. Ja, also bei der Launch Control ist es so, dass du tatsächlich 2500 Kilometer gefahren sein musst mit dem Fahrzeug. Vorher ist sehr die gut, gefahren sein musst. Gefahren haben musst. Gefahren haben musst? Ja, ich denke schon. Alter. Das ist ja egal.
sein, Volker? Gefahren haben musst, gefahren sein musst. Aber sonst wird es peinlich. Also ab 2500 Kilometer Laufleistung des Motors ist die Launch Control freigeschaltet. Vorher nicht. War das jetzt grammatikalisch einigermaßen vertretbar? Wunderbar. Sehr gut. Ja, ja. Na toll. Gut. Jetzt haben wir die 727 PS freigeschaltet. Würden wir jetzt auch gleich dann im Bordcomputer nochmal zeigen. Wichtig ist jetzt erstmal, ihr kennt das vielleicht, wenn man Heißhunger hat, ja, Bodenwelle, auch ganz geil. 2 cm tieferes Fahrwerk, ohne Probleme zum Thema tiefgelegten Autos. Man muss es nicht noch tiefer legen. Aber es ist alles wieder eine Meinungssache. Wenn du dieses Auto in der Hellcat-Version noch tiefer machst, wird es nur aus meiner Sicht unbrauchbarer. Verbessern kann man dieses Fahrwerk einfach nicht mehr. Es ist totaler Käse, da jetzt nochmal ein anderes Fahrwerk reinzubasteln. Wer das braucht, muss ich immer wieder sagen, zeig mir bitte, dass du dieses Auto über 80% der Leistungsfähigkeit bewegst und dann okay. Aber wer nicht über 80% der Leistungsfähigkeit kommt und dieses Auto in Kurven so bewegen kann, dass es wirklich nahezu am Limit ist, der braucht kein anderes Fahrwerk. Alles andere ist reiner Käse. Meine Meinung dazu. Und wir haben ja nun mal was mit Autos zu tun. So, Drive-In. Ist dieses Fahrzeug tauglich, fähig für einen Drive-In? Hast du ja beim Großen ausgesucht. Weißt du, was das Problem ist? Ich kenne diesen Drive-In und der wird gleich richtig scheiße. Ja, wie Bordstein. Der wird richtig kacke. Jetzt haben wir den White Body, wir haben 305er Schlappen drauf und jetzt muss ich hier gucken, dass der Tag nicht richtig scheiße wird. Alter Vater. Okay, geht's oder geht's nicht? Oh, scheiße. Teure Reifen. Sehr teuer. Ich meine ja die Felgen. Mein Gott, Mann! Ich fahre ein 700 PS Auto und du erst machst einen auf Grammatiklehrer. Und er hat's gepackt. Also, geht's oder geht's nicht? Ja, es geht. Was hast du Bock drauf? Was willst du haben? Du zahlst. Du kannst sagen, was du willst. Scheiße, aber ich wollte nichts essen. Willkommen bei Burger King. Die Umstellung, bitte. Wir hätten gerne 4 Cheeseburger, bitte. 4 Cheeseburger? Jawohl. Darf das doch was sein? Ja, 2 Cola bitte noch. Klein, mittelgroß? Klein, mehr passt in die. Ne, wir machen mal Mittel, wir gucken mal, ob es in die Becherhalter passt. 2 kleine Cola? Nein, 2 Mittel bitte, 2 Mittel. 3 mittlere Cola? Ja. Entschuldigung, 2 mittlere. 2 mittlere. Was? So, jetzt guck mal hier, kannst du das einfangen? Sieht man das mit dem Dings, mit unserer Kamera? Ja, das ist natürlich richtig geil. Das macht so richtig Fun, mit so einem Auto an so Spiegelungen vorbeizufahren und da zu kritzeln, wie das hoch. Da gibt es noch eine gute Runde früher. Ja? Ja, perfekt. In der Innenstadt. Ja, genau, machen wir. So, jetzt sind wir beim Drive-In. Ganz, ganz, ganz spektakulär wird jetzt gefuttert. Natürlich passen wir im Auto auf, weil ich bin wieder der Vollidiot, der sauber machen muss, wenn hier gekrümelt wird. Ja. Ja. So, Chef zahlt. Chef zahlt, Chef zahlt. Ist das eine Payback-Karte? Weiß ich nicht. Chef, hast du eine Payback-Karte? Ja. Ja? Okay. Soll ich mal fragen, ob er mit Karte bezahlen darf? Ja, klar kann man ja mit Karte bezahlen. Was ich geil finde. Dass wir jetzt eine typische Hellcat-Situation haben. Ja. Da vorne Baustelle und links und rechts stehen wir nebeneinander. Geht gar nicht, ne? So, was haben wir denn neben uns? Ja, der Mitsubishi, ne? Ja, aber der rollt schon vor. Der rollt vor. Der rollt schon vor. Der will's wissen. So, Achtung. Ah, merkst du das? Ja. Motor ist ja jetzt auch schon ein bisschen warm. So, also natürlich Klischee-like, US-Fahrzeug, Kavalierstart gemacht. Ja, läuft ja schon, wir haben ja schon Temperatur, ist alles cool. So, ja, das war das mit der Karte, das hat halt auch richtig gut funktioniert. Jetzt beim Burger. Guten Hunger. Die Kamera faucht keinen. Geht nicht. Du musst das Kamerasystem nicht halten können. Das ist nichts, nehmen wir eine GoPro mit. So, jetzt wieder zurück zum Alltag. Macht man das? Fährt man mit einem Burger in der Hand essen? Fährt man mit einem Burger in der Hand essen? Fährt man mit einem Burger in der Hand durch die Stadt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es spielend leicht, das Auto mit der Automatik, so wie wir jetzt fahren. Eine Hand zum Beispiel, was willst du da großartig machen? Du musst bei dem Auto nichts tun, du kannst ihn rollen lassen, du musst ihn nicht permanent treten, nur weil du so ein Auto fährst. Und ich weiß nicht, darf man das sagen, Porsche, Ferrari und so weiter, auf der Autobahn jederzeit kurz machen könntest, braucht man auch nur eine Hand, kann Burger beißen. Ja. Reaktion, guck mal, jetzt guck mal diese Reaktion an, habt ihr jetzt nicht gesehen? Schule ist aus, ja.
und jeder schaut, ob das die Farbe ist, der Sound ist, keine Ahnung, die Kombi oder vielleicht die zwei Idioten, die Burger essen und dann vorbeifahren. Guck dir die mal an. Ja, es ist, wirklich geil. Vielleicht kannst du mal schauen, wenn wir gleich nochmal irgendwo am Busbahnhof vorbeifahren, wie die Kids da gucken. Und jetzt ist halt die Frage, ist das ein Fahrzeug, was echt nur die Kids interessiert? Definitiv nicht. Bei uns, du hast das ja schon verloren, weil du ja doch schon so lange in dem Geschäft tätig bist. Für dich ist das ganz normal. Ja, ganz normal ist übertrieben, aber... Also jetzt nicht mehr so wie für mich. Nee. Ja, obwohl ich seit 20 Jahren echt auf US-Fahrzeuge stehe und ja mein erstes Firmenfahrzeug beim Peter damals auch gekauft habe, den Chrysler 300, liebt das Auto nach wie vor. Wenn ich es sehe, total geil. Ich könnte jeden Tag immer noch Purzelbäume schlagen, wenn ich in die Halle bei uns reise und ins Store reinkomme und sehe das. Ich liebe das. Also freuen tue ich mich auch, aber nach 25 Jahren oder wenn du dazwischen aufwächst, ist es natürlich ein anderer Blickwinkel zu dem Ganzen. Definitiv. Ja. Ja, kann man nachvollziehen. Jetzt kommt genau das. Wir sind heute in der Stadt. Wir sind eine Baustelle nach der nächsten. Und jetzt sitzt du in so einem 700 PS Prügel drin und willst eigentlich nur ballern. Mhm. Also du hast eigentlich voll Bock zu fahren. Ja. Aber in der Stadt überhaupt gar kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt. Lassen uns die Leute rein. Kleinere Autos, kennt man ja. Der lässt uns rein. Super, vielen lieben Dank. Wir bedanken uns einmal. Jawohl. So, perfekt. Und wir machen wieder Platz. Ja, also ich finde es stressfrei. Du sitzt da drin mit einem ganz normalen Auto. Klar, vom Sound her ist es natürlich ein bisschen was anderes, wie das, was man jetzt so im Alltag sieht, hört oder permanent sieht. Mhm. Und ich finde schon, dass es schon juckt in den Fingern, also so richtig drauf zu ballern. Ja. Aber ich finde auch, dass du ihn... Vor allen Dingen im Tunnel. Ja, im Tunnel kann... Das stimmt, im Tunnel kannst du nicht normal fahren. Geht nicht. Im Tunnel musst du durchdrehen, sonst ist es blöd. Kannst du mal Pappe nicht mehr essen? Schmecken. Ja, die nächste fahren wir dann da vorne rechts. Vielleicht können wir dann noch mal filmen, Auto von der Seite. Mhm. Mhm. Und ich würde auch dann mal sagen, dass wir jetzt mal Richtung Tanke fahren. Mhm. Okay. Nee? Mhm. Hat aber geleuchtet, oder? Leuchtet. Ja, aber können wir ja trotzdem. Aber solange es leuchtet. Das heißt, dass du am Leben bist, ne? Genau. Ich kenne eine gute Tankstelle, wenn du willst, können wir da hinfahren. Ja, vergiss es. Genau, welche du meinst. Warum hast du eigentlich 4 Burger geholt? Weil ich gleich noch einen essen werde. Ja, langsam wird es warm hier drin, ne? Ja, durch die Synchroneinstellung. Sehr geil, kann man auch mit einer Hand. Ich wollte jetzt nicht mit meinen fertigen Fingern. Machst du alles? Okay. Die Synchroneinstellung. Synchroneinstellung heißt, wenn du dann auf der Fahrerseite auf beiden runtergehst. Genau, dann ist alles komplett dual. Dann kann das natürlich auch hier dann so machen. Und genau in dem Moment ist das Synchron quasi weg. Du und sagst nochmal irgendwas über meine grammatikalischen Ausdrucksweise. Das kann man auch hier so machen. Also man kann auch den Touchscreen betätigen. Genau, mit den Fingern und ganz locker hoch und runter wischen. Jetzt würde ich sagen, sind wir an dem Punkt, weil der erste Burger ist drin, mir geht es wieder einigermaßen. Bevor du dann hier mit dem Wischen und Touchscreen, was hältst du davon? Weil ich will mir ja unbedingt noch eine G-Shock holen. Oh, ist das Schleichwerbung? Hm. Ja. In Galeria Kaufhof fahren. Hier meine ich. Ja, so, hier müssen wir das machen. So, pass auf. Jetzt musst du, kannst du irgendwie, guck mal, geil. Der hinten dran denkt dann auch, was für Arschlöcher. Oh, ja. Guck mal, wie geil dieses Auto aussieht. Ich dreh voll am Rad. So. Hier ist E30er-Zone. Ja, da brauchen wir das. Ja. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir ins Parkhaus. Weil das war ja auch geil. Felgen, Tiefe vom Auto, geht das überhaupt? Ne? Ich sag dir, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt zum Thema 2 cm tiefer als der normale. Ja. Wenn man nicht übertreibt mit dem Auto und wenn man da nicht dieses, ich will es jetzt eigentlich gar nicht so abwertend sagen, aber wenn man da jetzt nicht wie so ein junges Bürschchen meint, man muss da so ganz tief Lowrider-mäßig, ja. Achtung, hör mal, gar kein Problem, weil du vorne einfach nicht, nein, weil du vorne einfach nicht so tief unten bist, ja, dass gar nichts mehr geht. Jetzt hast du zwar aber links und rechts die Bordsteine. Da musst du schon wissen, die Abmaße, da gehört ein bisschen Gefühl dazu. Der elektrische Fensterheber erlaubt mir mit einem Knopfdruck, also in der Autoversion, das Ganze versinken zu lassen, aber Knopfdrücken musst du hier immer noch. Vielleicht kannst du das mal hier vorne einfangen. Jetzt ist etwas, wo ich immer wieder sage, Parkhaus-Situation. Guck mal, nimm mal.
du bist jetzt mit dem Auto, was echt scheiße lang ist, hier, was super eng wird gleich. Und jetzt, das hasse ich an allen Parkhäusern, kommst du mit dem Auto hier durch oder nicht? Ich passe jetzt extrem auf, dass ich vorne auf gar keinen Fall drankomme. Fährst du zu weit rüber, dämmelst du dir das definitiv hinten an. So, und jetzt mache ich immer eins. Da ist mir doch scheißegal, was der da hinten von mir denkt. Alter, ich habe hier 7000 Euro Felgen drauf, ja, in der Originalversion im Nachkauf. Ja, 305er Schlappen. Und wenn der einer meint, ich bin dem zu langsam, dann ist mir das vollkommen wurscht. Dann mache ich das trotzdem so, weil ich muss es nachher bezahlen, wenn es kaputt ist. So, wir sind jetzt ohne die Felgen anzuratzen ins Parkhaus reingekommen. Wir sind auch in die Senke gefahren, also ohne Probleme aufgesetzt. Das hier riskiere ich jetzt freiwillig nicht, muss ich nicht haben. Jetzt gucke ich, und das ist genau das, was mich in Deutschland so nervt. Du hast ein geiles Auto, die Parkplätze sind eng. Ich habe noch niemals bei einem anderen die Tür reingerammt. Nee. Noch nie. Mir kommt es manchmal so vor, als würden das Leute mit ihren Autos, die nicht so, ich sag jetzt mal, neue oder tolle Autos fahren, ja, extra machen, um dir einen mitzugeben. Ja. Ich verstehe das nicht. Was ist in Deutschland los, dass die Leute diesen Neid so nach außen tragen müssen oder anderen sogar noch Schaden zufügen müssen? Auch dieses permanente Meinung aufdrücken. Du musst immer die Meinung von allen akzeptieren. Ich freue mich einfach nur auf mein Auto. Ich habe einfach nur mein Auto lieb. Ja? Und keiner kann das mit mir nachvollziehen. Keine Ahnung. Okay, jetzt ist es so. Tipp für euch, wenn ihr so ein Auto fahrt, sucht euch doch einfach einen Parkplatz als bestes, ja, wo ihr schon mal eine Seite schützen könnt. Nämlich, ich nehme jetzt diesen Punkt, wo ich schon mal weiß, hier, Achtung, Achtung, ich fahre jetzt so hier dran, ja, Rückfahrkamera, perverse Rückfahrkamera, total geil. Ich fahre so dran, ist vielleicht eine A-Nummer, eine Arschlochnummer, dass schon mal hinten, Entschuldigung, seitlich, so, dass schon mal seitlich sich keiner nämlich hinstellen kann. Sorry. Ich bin aber so breit da drüben gewesen, oder bin ich jetzt, dass auch keiner da so einfach nebendran steht. Ja, und wenn, dann hoffentlich einer, der kleiner ist. Das ist eine präventive Maßnahme, die ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr so ein Auto kauft oder fahrt. Achtet darauf, dass das Auto so steht, dass eine Seite schon mal wenigstens nicht mehr verdemoliert werden kann. Parkliche Parkhäuser. Aber der Wunsch war, Alltagstauglichkeit zu checken. Klar. So, ich bin jetzt gespannt, ob wir gleich sehen werden, ob ich hier meine, ich freue mich so drauf, ohne Scheiß, meine G-Shock-Uhr, das blenden wir aus. Nee, das dürfen wir sagen. Nein. Ich krieg doch kein Geld dafür. Nach, hör auf, da müssen wir so viel Zeug machen. Okay, wir holen uns jetzt mal ganz schnell, oder ich hole mir jetzt mal ganz schnell meine neue stylische Uhr. Hoffentlich vielleicht, ich weiß ja nicht, ob die Karten akzeptiert. Doch, ein Galeria-Kaufhof. Ja, aber Galeria-Kaufhof ist da drüben, da müssen wir noch rüber. Das ist doch Karstadt. Nee, das ist nicht Karstadt, doch, das ist Karstadt. Gehen wir zur Galeria-Kaufhof. Hertie! Wollt ihr Paprika? Paprika. Wir waren einkaufen, wie ihr seht, Alltagstauglichkeit des Challengers. Und wir haben noch was ganz Wichtiges. So, falls also jemand fragt von euch, wie viel da wirklich reinpasst, da passt ein ganzer Azubi im ersten Lehrjahr rein, der die Kamera hält. Geht das los? So, falls also jemand fragt von euch, wie viel da wirklich reinpasst, da passt ein ganzer Azubi im ersten Lehrjahr rein, der die Kamera hält und dann das Ganze aufnimmt. Also hier an der Stelle. Hammer. Wir waren einkaufen, wir waren shoppen. Big Blacks! Wir wollen euch ja zeigen, ja, wie viel Bodenfreiheit ist. Und das Coole ist, ich bin der Fahrer. Das heißt also, der Chef muss raus. Jo. Mit der Kamerafrau. Und weißt du, was das Geile ist? Wir haben jetzt auch wieder den Test. Thema Felgen, Ausfahrt, eng. Gar kein Problem mit dem Auto. Mega. Ach, der Spiegel. So, Kollege. Ich komme hier aber gerne raus. Tja, das ist jetzt so ein bisschen das Problem hier. Wie machen wir das jetzt? So viel zum Thema eng. Also, denkt euch mal ganz einfach, ja, dass wir jetzt den Test haben. Alter, jetzt wird es aber echt eng hier. Im Winter geht es noch. Das ist mir egal. Das ist mir sowas von wurscht. Nee? Kein Problem. Ich bin's nicht, oder? Ich hab's mal gemanagt. Das war gut. Oh, der Klang. Na gut, also grundsätzlich ist zu sagen, wenn wir mit dem Hellcat nicht aufsetzen. Und bei 115 Kilo Gewicht vom Fahrer, plus noch zwei andere, die halt nicht so viel wiegen. So, jetzt bin ich gespannt. Aber die Leute gucken, egal wer, egal wo du hinkommst mit dem Auto, jeder schaut. Ja, ich glaube nicht, dass das orange das Ding ist. Ich glaube wirklich, dass das der Klang ist und dieser Auftritt. Du trägst ja meine Cola. Nein, es war nicht Spaß.
Ich wollte es eigentlich erst ausspucken, aber es hat hier ein schönes Auto. So, jetzt müssen wir noch den Einkaufscheck machen. Wie ist das am Parkplatz? Du hast ja versprochen, wir gehen bei Lidl einkaufen. Das schmeißen wir noch schnell rein. Und dann müssen wir wieder arbeiten. Dann ist unsere schöne YouTube-Zeit auch schon wieder vorbei. Also ich muss sagen, generell, mit 727 PS durch die Stadt cruisen, aufgrund der Automatik, 8-Gang-Automatik, die perfekt schaltet, kein Geruckel, kein gar nichts. Natürlich ist es affig, in der Stadt den Hebel auf manuell rüberzuholen und dann mit den Pedals zu arbeiten. Ja, das würde ich jetzt nicht machen. Das wäre mir jetzt zu stressig. Machst du die Klappe auf? Ja, nein, ich stehe drauf, ich brauche das. Ein anderer sagt, nee, will ich nicht. So ein Auto kauft man sich, weil man Sound haben will, weil man was Besonderes haben will. Und man muss sich halt auch im Klaren drüber sein. Du bist in der Stadt perfekt mit dem Auto angezogen, wenn du auf US-Material stehst und halt ein bisschen polarisieren willst. Das ist halt einfach so. Das musst du haben wollen. Du fällst mit dem Auto auf, Incognito, in Go Mango oder in Sublime Green oder in Yellow Jacket oder Jacket Yellow oder wie das Ding heißt. Oder Tor Red und wie das Ganze alles so bezeichnet wird. Ist ziemlich schwer, weil Klang, Form, Größe, Breite, es ist ein Hingucker. Das Geile ist, beim Hellcat von den Beschleunigungszeiten her, der Kompressor, der Klang, wenn du wirklich Gas gibst, du machst einfach in der Klasse der Supercars und da namenhafte Hersteller, die geile Autos bauen, wie Lambo oder Ferrari oder Porsche oder McLaren oder was weiß ich was, du fährst in dieser Liga mit 727 PS auf jeden Fall mit und auf der Geraden, auf der Autobahn, semmelst du die auch kurz und klein. Ja. Das ist Fakt. Du hast mit einem 90.000 Euro Auto ein Fahrzeug, was aus meiner Sicht wirklich perfekt verarbeitet ist. Spaß macht. Spaß macht ohne Ende. Ohne Ende. Und einen Ferrari, einen 488er Italia oder vielleicht auch einen 911 Turbo S, wirklich die Hosen ausziehst. Ja? Lecco mio. Lecco mio, ganz genau. Alter, Quatsch, hier SAT. Mein Gott, jetzt musst du erst mal überlegen, was du willst. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du auf die SAT-Taste gehst, dann kannst du alles komplett mal anschauen, wie du gerade fährst. Aktuell fahren wir mit dem, ja genau, rote Schlüssel. Funktion ist während der Fahrt nicht verfügbar. Auto bedeutet im Endeffekt, so wie das vom Werk aus eingestellt ist, PS Eco, Getriebe Eco, Schaltwippen sind aus. Das Ganze jetzt einmal auf Sport und schon geht's los. Ja? Du hast im Endeffekt, merkst es sofort von der Lenkung her, viel, viel härter, viel, viel schwergängiger, was sich natürlich sicherer anfühlt. Ich finde, du merkst auch sofort bei der Traktion, im Sinne von bei der Federung, wie knüppelhart das gleich wird. Das ist gleich ein Unterschied von Tag und Nacht. Und was ich auf jeden Fall immer geil finde, ist diese direkte Lenkung, die sofort dann umgesetzt wird, wenn du auf die Sporttaste gehst. Also, ich glaube, das ABS ist auch aus, ne? ABS an, ESP, genau, ESP, ja. Du hast halt diese Nummer dann wirklich auf dich selbst gestellt und bitte jetzt an der Stelle natürlich nicht voll übertreiben. Aber du hast ja eben gerade gemerkt, oder vorhin gemerkt, wo ich dann im Stand losgefahren bin. Klar, wir waren jetzt noch nicht von den Temperaturen vom Gummi her so weit. Allerdings kriegst du bei 6 Grad Außentemperatur aktuell auch keine Wärme drauf. Also da wirklich ans Maximum zu gehen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Fährst du so ein Auto als Zweitwagen oder als Daily Driver jeden Tag? Was willst du jetzt hier noch verändern? Du kannst den Härtegrad verändern. Ja, du kannst Sport und schon geht's rund. Der Kompressor. Ja, der war. Hast du ihn gerade kurz umgedreht und dann war es wieder gleich vorbei. Ja gut, in der Stadt, was willst du jetzt? Ne? Wir machen ein Foto. Einmal kurz ein Foto machen, 40 km/h gedacht, dabei ist es mal Bing! Ja, jetzt wo du rausgehst, jetzt muss ich tanken fahren. Toll. Let's live. Ja, hast du dich wieder schön gedrückt. Lass mich einfach hier raus. Ja, genau. Wir werden das so machen, der Geschäftsführer von Big Blocks steigt jetzt aus. Danke für deine Zeit, Digga. Vielen lieben Dank. Viel Spaß. Werden wir haben. Wir müssen das ein. Das ist natürlich affig, den Einkauf, den wir jetzt haben. Ne? Aber was man bei dem Auto jetzt mal sehr schön zeigen kann, ist, wir haben ein relativ großes Paket Getränke dabei. Wenn wir das jetzt hier reinstellen, im Endeffekt, was da noch am Platz übrig ist. Ja, also ihr seht, da passt richtig was rein. Da passen Azubis rein, die im ersten Lehrjahr sind. Da passen Einkäufe rein. Das Einzige ist klar, natürlich, wenn du jetzt einen Kinderwagen, einen Buggy oder irgendwie sowas hast,
hast du halt hier diese Mega-Schwelle. Also ein Transportmittel ist das jetzt natürlich nicht. Ja, ein Fahrzeug, mit dem du jetzt einen Kinderwagen, eine Frau zum Beispiel, die jetzt einen schweren Kinderwagen da reinhieft, das ist natürlich absolut suboptimal. Ein kleiner Buggy, den man zusammenfalten kann, geht natürlich, kein Problem. Okay, ich übernehme die Kamera. Wow! So, jetzt für die etwas kleineren Fahrgäste hinten. Bis 1,62. Hier der Gurt erstmal aus der Halterung raus. Einmal nach vorne, wenn der Sitz ganz vorne ist, also hier umgekippt, schau mal, so, dann kannst du das nach vorne ziehen. Geht aber nur auf der Beifahrerseite, wollte ich dir noch sagen, weil der ist elektronisch. Okay, einmal rein, sieht sehr komfortabel aus das Ganze. So, Füße mit 1, was, wie groß ist das Ganze bei dir? Schuhgröße? 38. 38, also passt unter den Sitz, 38 passt unter den Sitz. So, und jetzt, guck mal. Und sie ist im Auto verstaut und es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als hätte man sie reingeschossen. Komfortables Sitzen ist natürlich was anderes. Ich übergebe mal wieder die Kamera. Was mich jetzt interessieren würde, kannst du darüber rutschen? Jetzt geht nicht, ne? Natürlich. Das ist jetzt richtig Arbeit. Jetzt nicht, weil du es nicht kannst, sondern das ist jetzt Arbeit, oder? Das geht. Geht? Okay. Versuch das Ganze natürlich so hinzukriegen, dass es immer noch Laguna-Leder ist und nicht scratched used look Leder. Ich bin sowas von vorsichtig, du kennst mich doch. Ja, genau deswegen sage ich das. Okay. Perfekt. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich mache immer den Sound, also die Klappen zu, habe ich mir angewöhnt, bevor ich ihn ausmache, weil nämlich Folgendes. Ich fahre nach Hause, Nachbarn zum Beispiel jetzt wollen ja auch nicht unbedingt nachts, wenn du dann doch mal ins Fitnessstudio fährst, in die Stadt nochmal fährst, 21 Uhr unfreiwillig geweckt werden oder vielleicht um 22, 23 Uhr schmeißt du am Wochenende das Auto nochmal an, habe ich für mich einfach Folgendes getan oder Folgendes entdeckt. Wenn ich kurz bevor ich zu Hause bin, drücke ich auf den Knopf, Klappen zu. Wenn ich ihn abends, nachts, morgens, wie auch immer, wieder anmache und wegfahre, dann sind die Klappen zu und kann ich es praktisch selber entscheiden, möchte ich den Sound beim Anmachen oder möchte ich ihn nicht. Was sehr, sehr geil ist bei dem Fahrzeug, du startest immer wieder im Custom-Modus. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel, wir fahren jetzt gerade vom Einkaufszentrum wieder weg, auf SRT drückst, bist du wieder im Autobereich. Du bist wieder, wenn es noch so eingestellt ist, kannst du ja auch selber alles einstellen, im Eco-Bereich. Ja? Jetzt brauche ich das den kurzen Weg bis zum Store nicht mehr. Nur, dass ihr es aber nochmal gesehen habt. Wenn ich auf Sport drücke, wird sofort rot. Ich kann aber alle Einstellungen, jedes Modi, also den Track-Modi, den Track-Modus, so rum, den Sport-Modus, den Custom-Modus, ich kann alles individualisieren. Ich kann mir alles einstellen, wie ich Bock drauf habe. Ja? Wirklich ernsthaft, wenn du hier auf Werde zum Beispiel gehst, dann hast du bei dem Auto das Ganze auf 200 PS runtergeregelt. Dann ist da nichts mehr von wegen mit, du ballerst mit dem Auto. Du kannst das Ganze so einstellen, dass das Auto dann auch vielleicht, wenn du Kinder hast, ja, fahrbar ist, dann ist das Auto mit 200 PS immer noch ein Prügel, keine Frage, aber dann nicht mehr so gefährlich, wie als wenn du den Red Key am Start hast. Also von daher gibt es 1000 Möglichkeiten. Ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Store. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was wir hier gemacht haben. Ich hoffe, das Video kommt so an, wie wir uns das gewünscht haben. Ein bisschen unterhaltsam, informativ. Unterwegs mit der Hellcat im Fuldaer Innenstadtbereich. Wir waren in der Tiefgarage einkaufen. Wir sind mit dem Fahrzeug durch McDrive durchgefahren. Wir sind einkaufen gewesen. Nur tanken. Ich glaube, jetzt wie ein Tankdeckel aufgeht und der Rüssel reingehalten wird, kennt jeder von euch. Ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, das nächste Video, was wir drehen werden für euch, liegt komplett an euch. Haut an youtube@bigblogs.de Entschuldigung, eure Wünsche raus. Wir schauen uns an, was ihr uns schickt und werden demzufolge die nächste Videogestaltung machen.